Hallo, guten Tag. Hier nun die Fortsetzung des Videos zur Tischweinverstellung. Teil 1 endete mit dem fast fertiggestellten Lagerzapfen. Nun sind die Schlitze zu fräsen, die das Schwenken der Gewindestange innerhalb des Lagerzapfens erlauben. Dazu schätze ich zunächst den erforderlichen Schwenkwinkel ab. Natürlich könnte man diesen Winkel auch sehr genau berechnen, aber hier kommt es nicht auf die Bogensekunde an. Aus einer Reihe von Messungen ergibt sich die Position der Schlitze. Ein kurzer Plausibilitätstest ist nie verkehrt. Die Nullposition des Teilkopfs wird so eingestellt, dass die Schlitze zur Orientierung des Zapfens in der Bogennut passen. Ein improvisierter Reitstock stabilisiert die Aufspannung. Die zuvor bestimmte X-Position wird angefahren und das Werkstück in Y zentriert. Ich kratze das Werkstück an und stelle in Z durch Heben des Tisches um 1 mm zu. Bei meinem Teilkopf entspricht eine Umdrehung der Kurbel einem Winkel von 360 Grad durch 40, also 9 Grad. Zwei volle Umdrehungen entsprechen also 18 Grad, also etwas mehr als die mindestens erforderlichen 14 Grad.
Die Kanten werden mit einem Kegelsenker gebrochen. Ob das funktioniert? Ja, sogar erstaunlich gut. Innen entferne ich die Grate mit einer Mini-VHM-Bohrstange. Zeit für die erste Anprobe. Als nächstes steht der Gewindeadapterbolzen auf dem Plan, der zur Klemmung benötigt wird. Es beginnt mit den üblichen Vorbereitungen.
Das Gewinde schneide ich mit einem HSS-Stahl. Ich drehe eine Vertiefung, da der Bronzebolzen sonst nicht genügend axiales Spiel hat und durch den Adapterbolzen geklemmt wird. Bohren des Kernlochdurchmessers von 10,2 mm. Und Schneiden des M12-Gewindes. Beim Abstechen dient der Zapfen als Referenz. Damit ist der Gewindeadapter fertig. Später wird ein Stück M12-Gewindestange angeklebt werden. Weiter geht es mit der Fertigung des becherförmigen Klemmrings. Zunächst die üblichen Vorarbeiten. Dann ausdrehen mit dem Schraubstock als Anschlag für den Längsschlitten. Der Innendurchmesser wird zunächst mit Untermaß ausgedreht.
Die Durchgangsbohrung für die M12-Schraube nicht vergessen. Wie zuvor fräse ich hier Durchführungsschlitze für die Differentialgewindestange. Das sieht plausibel aus. Da hier genügend Wandstärke vorhanden ist, drehe ich in jede Richtung 2,5 Umdrehungen an der Teilkopfkurbel. Das entspricht dann etwa 22 Grad. Gefräst wird mit einem 10 mm VRM Schaftfräser. Da der Klemmring axial verschiebbar sein muss, wird der Schlitz auf 12 mm verbreitert, indem der Tisch in X um plus minus 1 mm verschoben wird.
Hier muss ich nochmal nacharbeiten. Zurück auf die Drehbank. Der Innendurchmesser wird passend zum Außendurchmesser des Lagerzapfens gefertigt. Das nachträgliche Fertigdrehen des Innendurchmessers verringert die Gradbildung an den Schlitzen. Anprobe. Das passt wunderbar. Insbesondere stimmt das Axialspiel. Der Rest ist Kosmetik. Mit einer neuen Platte wird die Oberfläche gleich deutlich besser. Es folgt der Lagerzapfen, der fest mit dem beweglichen Tischoberteil verbunden werden wird.
Mit der Mini-Freiarmbohrstange drehe ich den Innendurchmesser passend zum Bronzegewindebolzen aus. Passt. Auch das Fräsen der Schlitze erfolgt wie zuvor mit dem Teilkopf. Zum Versäubern der Kanten verschiebe ich den Tisch in X um 0,2 mm, einmal nach rechts und einmal nach links.
Das M12-Gewinde starte ich auf der Drehbank und schneide es dann im Schraubstock fertig. Wie zuvor sind hier zum Klemmschlitz passende Abflachungen erforderlich. Allerdings verzichte ich diesmal auf German Overengineering und fräse die Abflachungen einfach gerade ab. Die korrekte Orientierung schätze ich einfach mit einer durch die Schlitze gesteckten Fühlerblattlehre ab, grobe Zentrierung mit einem NC-Anbohrer. Zugegeben, das Projekt nähert sich der Fertigstellung und ich werde ein wenig faul. Und offenbar bin ich nicht nur faul, sondern auch unaufmerksam. Die soeben gefräste Abflachung ist nämlich falsch herum orientiert. Das ist jetzt keine Katastrophe, das Teil wird auch so funktionieren. Also stelle ich die Abflachungen fertig. Das passt noch nicht in den gebogenen Schlitz, daher runde ich eine der Flächen noch ein wenig mit der Feile ab. Fertig. Vor der Endmontage ist noch ein Stück M12-Gewindestange in den Gewindeadapter zu kleben. Alle Teile fertig für die Montage.
Diese Videoaufnahme zeigt die Montage auf der rechten Seite des Tisches. Die Vorrichtung wird aber später links montiert werden, wo ich aber wegen der beengten Platzverhältnisse nicht filmen kann. Nach Umbau auf die linke Seite erfolgen erste Tests. Das funktioniert wirklich wunderbar. Der Tisch lässt sich problemlos und sehr feinfühlig auf Hundertstel genau justieren. Ich bin trotz kleinerer Missgeschicke sehr zufrieden mit dem Ergebnis und hoffentlich hattet ihr an diesem Video genauso viel Spaß wie ich an dem Projekt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Und nun die Outtakes, die unvermeidliche Sammlung von Missgeschicken und ein kurzer Blick hinter die Kulissen.